habt ihr das neue Video von Anna gesehen? Nee, zeig mal. Guck mal. Oha, wie schön, Anna. Sieht nicht so schlecht aus, aber ich kann besser machen. Ey, habt ihr mich vergessen? Ich bin die Beste von uns. Lass uns klären. Wie wollt ihr denn das klären? Lass TikTok-Videos machen. Einverstanden. 5 Stunden später. Adava! Adava! Alara! Alara, kommst du bitte essen? Nein, Mama, ich habe keine Zeit. Wie, du hast keine Zeit? Ich muss für morgen TikTok-Battle üben. TikTok, TikTok, immer diese TikTok-Generation. Du kommst jetzt erst essen und danach schauen wir weiter. Okay, Mama. Anna, komm runter essen. Nein, Papa, ich muss trainieren. Du kommst jetzt runter, Jalla! Nein, Papa, ich hab ein TikTok-Battle. Immer diese TikTok, Jalla, du kommst runter, sonst gibt's Stress. Ja, okay, Papa. Eine Ewigkeit später. Ich muss gewinnen. Ich werde immer gewinnen. Boah, ich darf nicht Anna gewinnen lassen. Ich muss gewinnen. Ich gewinne, ich weiß das. Anna darf nicht gewinnen. Ich werde sie morgen fertig machen. Ich muss gewinnen. Ich werde eh gewinnen, du kannst ruhig anfangen. Werden wir ja am Ende sehen, wer gewinnen wird. Let's go, ihr könnt anfangen. Alara fängt an. The stage is yours. Schon bändelt, dann richtig mit Hip-Hop. Jojo, ich bin dabei. Steht fest. Wir werden es am einen gesonderten Tag bekannt geben. Ladies and Gentlemen, Jungs und Mädchen, wir haben eine Siegerin. Die Community hat entschieden. Und die Siegerin ist Alara Matata! Glückwunsch. Dankeschön. Ich danke alle Fans. Ihr seid die Besten. Ich liebe euch. Eine Ewigkeit später. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, 10 Jahre später. Wir haben mit uns hier im Studio Alara Matata. Alara, wie hat deine Karriere angefangen? Es war eine witzige Situation. Damals hatte ich eine Freundin, TikTok-Battle, und bin ich ein TikTok-Star geworden. Dafür bin ich für meine Community dankbar. Sehr warme Worte zum Beginn. Alara, wie hat sich das Leben zwischen damals und heute verändert?
Mein Leben hat sich nicht viel verändert. Sozialmedien ist nicht alles. Es ist für mich an der zweiten Stelle. Interessante Aussage, Alara. Nun, warum steht aber TikTok gerade für dich an zweiter Stelle? Hochmut kommt in der Regel vor dem Fall. Social Media ist nicht real. Im echten Leben brauchst du keine Anerkennung von außen, sondern Anerkennung kommt von innen.